Die Firma Breiding. Qualität und Erfahrung aus einem Guss. Dies ist die Firma WVT Breiding GmbH aus Schwerte, unweit von Dortmund im Ruhrgebiet. Aber was genau machen wir dort eigentlich? Das hier ist Kalle, einer unserer Mitarbeiter, und er erklärt heute ganz genau, was wir eigentlich tun. Wir bringen Stahl zum Kochen. Und das schon seit 1985. Hier sehen wir, wie Roststäbe entstehen. Ganz so einfach, wie Kalle es hier gerade vorgemacht hat, ist es in der Praxis natürlich nicht. Und deshalb braucht es Erfahrung und viel Fachwissen. Und dafür steht die Firma Breiding. WVT steht für Westfälische Verschleißtechnik. Und 98% unseres Umsatzes machen wir mit Gussprodukten. 90% davon sind wiederum für Kraftwerke und Großfeuerungsanlagen bestimmt. Das hier ist ein solches Kraftwerk. Tief innen findet sich das Kernstück, bestehend aus Kessel und Rost. Am Rost kommt es durch die enorme Hitze und die Belastung aus dem Dauerbetrieb zu starken Verschleißerscheinungen. Und genau da kommen wir ins Spiel. Das ist Jörg. Jörg ist Instandhaltungsmeister in einem Kraftwerk und für die Wartung zuständig. Dazu gehört auch der Einkauf von hochqualitativen und widerstandsfähigen Roststäben. Gemeinsam mit Kalle diskutiert er die Ansprüche der Ware. Klar, die Stäbe sollen ewig halten, müssen in Material und Abmessung passgenau angefertigt werden und natürlich sollen sie preisgünstig sein. Bei einem Termin in unserem Hause legen Jörg und seine Kollegen aus dem Kraftwerk Muster der Roststäbe vor und diskutieren mit Kalle und unseren Fachleuten alle wichtigen Details. Dabei werden besondere Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt und die Abmessungen und Feinheiten des Designs besprochen. Anhand dieser Informationen fertigt unser Konstrukteur im Anschluss Zeichnungen des Produkts an. Sobald der Kunde die Entwürfe abgenommen hat, legen wir alle entscheidenden Qualitätsanforderungen fest und erstellen ein Angebot. Jörg ist begeistert und leitet den Auftrag an Kalle weiter. Grünes Licht für uns und unseren heißen Draht zu den besten Gießereien des Marktes. Wer aber darf jetzt eigentlich unsere Roststäbe für Jörgs Kraftwerk gießen? Natürlich schauen wir uns jede Gießerei ganz genau an. Für diesen Auftrag werden wir die Gussprodukte in der Türkei einkaufen und viele verschiedene Gießereien stehen zur Auswahl. Es gibt natürlich unglaublich viele, aber nur eine Handvoll hat die technischen Möglichkeiten, diese Teile wie gewünscht herzustellen. Die einen können große Mengen, die anderen können nur schwere große Teile, wieder andere sind spezialisiert auf bestimmte Werkstoffgruppen. Aber auf Nachfrage können alle garantiert alles. Eine genaue Analyse ist immens wichtig, Besuche unabdingbar. Wir haben einen eigenen Mitarbeiter vor Ort, der die Modellanfertigung überwacht, Erstmuster abnimmt, alle Liefertermine überwacht, genaueste Maßkontrollen vornimmt und diese protokolliert und auch alle Werkstoffe durch Spektrometertest prüft. Auch die Überwachung der Verladung und eine direkte Hotline zum Spediteur muss gewährleistet sein, damit die Ware sicher und pünktlich genau dort ankommt, wo Jörg sie braucht. Und Kalle sicher sein kann, dass wir unsere Zusagen auch einhalten können. Bei uns im Lager wird die Ware dann noch einmal auf ihre Qualität hin geprüft und Kalle lässt stichprobenweise die Maße genauestens kontrollieren. Erst wenn alles passt, erteilt er die Freigabe zur Auslieferung. Jörg ist erfreut, denn er bekommt ganz genau das, was er sich vorgestellt hat. Und wir freuen uns über einen weiteren zufriedenen Kunden. Die findet man übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Finnland, Schweden, Dänemark, Kroatien, den USA, Kanada, Brasilien, Argentinien und sogar in Indonesien. Wann dürfen wir Ihre Idee befeuern? Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen besondere Lösungen für den optimalen Einsatz in Ihrer Anlage zu erarbeiten. WVT Breiding GmbH. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.bvtbreiding.de.